Hallo zur Frankenschau aktuell. Sie kennen bestimmt diesen Spruch, die Mutter kämpft wie eine Löwin für ihr Kind. Das stimmt auch. Löwinnen kümmern sich sogar öfter auch um den Nachwuchs anderer Löwenmamas innerhalb ihres Rudels. Im Nürnberger Tiergarten aber, da hat jetzt eine junge Löwenmutter ihre eigenen Babys aufgefressen. Das klingt für uns Menschen total schrecklich, aber es kommt bei Wildtieren tatsächlich öfter vor. Das wäre schön. Nicht nur für Wissenschaftler, für Kunstliebhaber und vor allem für Historiker ist das eine kleine Sensation. Der Beheim Globus aus Nürnberg ist nämlich nicht nur der älteste Globus der Welt, sondern jetzt auch Weltdokumentenerbe. Das hat die Kommission der UNESCO beschlossen. Und sie hat damit ja den rund 530 Jahre alten Globus neu in ihre Liste aufgenommen. Momentan steht dieser Globus im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Und genau da schalten wir jetzt live hin zu Daniel Hess, dem Generaldirektor hier. Guten Abend, Herr Hess. Guten Abend. Warum ist diese Auszeichnung so eine besondere Ehre für ja, ganz Franken und natürlich besonders für Nürnberg? Wir sehen ihn im Dunkeln hinter Ihnen, diesen Globus. Anfassen ist natürlich verboten. Er ist auch hinter Glas. Warum muss er denn so sehr geschützt werden vor Luft und auch vor Licht? Was macht ihn denn kulturhistorisch so sehr einzigartig? Morgen freier Eintritt im Germanischen Nationalmuseum. Da ist Internationaler Museumstag. Ich kann mir vorstellen, da wird es ziemlich voll. Vor allem, Sie haben eine besondere Aktion geplant. Ganz kurz, was wird es da geben? Folgt noch mit dem besonderen Globus im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Wir machen weiter mit den Nachrichten aus den Regionen. Bayernweit wird ja heute im Lehrerinnen und Lehrer, oft machen sie ja viel mehr als den Kindern zum Beispiel nur Mathe, Deutsch oder Englisch beibringen, Proben zu schreiben und zu korrigieren. Für viele Jugendliche und Kinder sind Lehrkräfte wichtige Ansprechpartner. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich eigene Probleme. Viele sind mit ihrer Arbeit mittlerweile überfordert, fühlen sich nicht ernst genommen und zu schlecht bezahlt. Und genau darum ging es heute auch bei der Landesdelegiertenversammlung der bayerischen Lehrer und Lehrerinnen in Würzburg. Sieht fast aus wie ein kleiner Fluss. Es ist aber ein Entwässerungsgraben und der ist viel zu breit und vor allem auch viel zu tief. Ja, warum hier in diesem Stile falsch gebaggert wurde, das ist noch immer unklar. Wir hatten schon in der Frankenschau aktuell darüber berichtet. Es gab in diesem Fall ja sogar eine Anzeige, aber jetzt geht es nicht nur um Strafen, sondern darum zu retten, was noch zu retten ist. Und da ziehen zum Glück alle an einem Strang. Die Gemeinde Speichersdorf im Landkreis Bayreuth ist Vorbild Nummer 1 in Bayern. Sie versorgt sich nämlich komplett selbst und zwar mit Solar- und Windenergie. Vor kurzem ist hier auch der sogenannte Bürger-Solarpark in Betrieb gegangen. Die Oberfranken, die sind aber schon viel länger Vorreiter und einfach mega pfiffig drauf. Ja, und den haben sie sich ja auf jeden Fall verdient, diesen eigenen Speicher, nicht nur wegen des Ortsnamens Speichersdorf. Wir machen weiter mit den Nachrichten aus ganz Franken. Hier ist Franken Kompakt. Sie wird auch gern hüpfender Flo genannt. Nicht das Mädchen hier, sondern die Ukulele, die sie in der Hand hat. Für viele ist es einfach so eine Art kleine Gitarre. Und die erlebt momentan einen richtigen Boom, auch bei uns in Franken. Ja, man kann die überall unkompliziert mit hinnehmen und relativ schnell auch darauf spielen. Und in speziellen Ukulele-Kursen, da macht das dann natürlich doppelt so viel Spaß. Ukulele spielen macht also glücklich und da fällt mir noch was anderes ein, das auch sehr glücklich macht. Es ist rund und gelb. Spielt denn die Sonne mit dieses Wochenende, Rika? Und genau, und zwar von mir. Vielen Dank erstmal, Rika. Die Kollegen der Frankenschau am Sonntag berichten aus dem Naturpark Haßberge. Sie begleiten hier 20 sogenannte Junior Ranger. Die säen auf einem Vulkan aus Urzeiten momentan eine Wiese an und schaffen so tollen Lebensraum für Tiere. Junior Ranger gibt es übrigens auch in Mittel- und in Oberfranken. Mehr dazu am Sonntag 17:45 Uhr in der Frankenschau mit Dagmar Fuchs.
Unser Bild des Tages kommt heute aus Cadolzburg. Impressionen rings. Jetzt geht's hier im BR Fernsehen weiter mit der Abendschau. Ein großes Thema, die Märchenhochzeit von Ludwig, Prinz von Bayern. Morgen Vormittag ist es soweit. Der Ururenkel von König Ludwig III., der heiratet. Was da alles los sein wird auf dem Odeonsplatz und vor allem welche Promis da sind, das gibt's gleich bei Roman Röll. Am Montag begrüßt sie hier Charlie Hilpert, das Team von heute sagt vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und jetzt noch viel Spaß mit der Abendschau.